Hi, hier ist Marco Maribello. Heute zeige ich euch die Komponenten, die in meinem Mikrofoncase verbaut sind. Oben links habt ihr einen 500er Empfänger und rechts daneben die silberne Box ist der Antennensplitter ASA 1. Darunter die Reihe 2x einen Empfänger aus der 100er Serie. Sichtbarer Unterschied im Display ist, bei der 500er Serie wird bei deaktiviertem Sender das Display rot eingefärbt, während bei dem 100er System unten nur ein Mute eingeblendet ist. Die Handsender sind SKM 2000 mit 965er Kondensatorkapsel, wahlweise mit Neumann KK204 und 200er Handsender mit 945er dynamischer Superniere-Kapsel. Dazu zwei Bodypacks mit Countryman E6 Headsets oder MKE 2 Gold Ansteckmikro. Hinten auf der Patchblende seht ihr die herausgeführten Antennen. Diese werden intern über den ASA 1 zusammengefasst von allen Geräten und dann über WLC-Kabel hinten auf die Anschlüsse herausgeführt. Dann haben wir noch die XLR-Ausgänge 1 bis 3 für die Mikrofone. Für kleine Aufträge, wo ich nicht so viel Abstand zur Bühne habe mit dem Case, nutze ich die normalen Antennen, die sind rundabstrahlend. Und für größere Veranstaltungen, wo ich 30 Meter weg bin von der Bühne, nehme ich die Pedal-Antenne. Da habe ich ein schönes Set mit Superclamp, mit Mini-Magic-Arm und einem 10 Meter BNC-Kabel, wo ich dann die Antenne hochhängen kann. Über den Antennenanschluss ersetze ich dann die kleine Stummelantenne gegen ein 10 Meter BNC-Kabel, welches dann in die Sennheiser Richtantenne reingeht. Zur Befestigung nutze ich einen Mini-Magic-Arm von Valimax, damit kann ich die Antenne ausrichten in alle Positionen. Zur Befestigung eignet sich sinnvollerweise eine Manfrotto Superclamp. Wenn ihr Fragen speziell zu diesem Case habt oder im Allgemeinen auch zu Funkmikrofon und Anwendungsfälle für euch, dann schreibt mir doch unten in den Kommentarfeldern oder hinterlasst mir eine Nachricht per PN. Das war mein kleines Video für euch. Ich sag ciao, ciao, bye, bye, euer Marco Maribello.